Guten Morgen, Leute! Hallo. Herzlich willkommen. Ein neuer Tag aus der Stadtholz-WG ist angebrochen. Wir sind im Auto vor dem Supermarkt und haben uns jetzt Frühstück gekauft, weil unser ganzer Kühlschrank war leer gedrescht. Wir haben gestern alle Vorräte noch aufgegessen. Ja, deswegen haben wir uns jetzt erstmal Frühstück gekauft. Und jetzt geht's wieder nach Amsterdam. Ja. Heute ist der letzte Tag in der Stadt, weil morgen fahren wir nach Hause. Aber das Wetter ist halt echt schon richtig schlimm. Richtig, richtig windig. Regnet ab und zu mal, deswegen, ich glaube, heute ist der schlimmste Tag des Wetters. Deswegen wird es echt wieder mal wahrscheinlich echt nur im Kaffee drin, oder? Wird es echt mal wieder ein monotoner Tag. Das heißt, von einem Kaffee zum nächsten Kaffee den ganzen Tag nur Kuchen und Kaffee rein. Ja, und wir haben so ein schlimmes Leben. Nee, aber nein, das könnte schlimmer sein. Ja. Marie ist gerade tanken, liebe Freunde. Schaut euch an, wie sie sich durch den bärstigen Wind kämpfen muss. Marie? Hier geht's echt scheiße, Leute. Es ist so bärsig kalt, dass ich sterbe. So, liebe Freunde, wir sind gerade shoppen, aber es ist eher so ein Zwangsshoppen, weil es draußen einfach so unfassbar kalt und windig ist, dass uns nichts anderes übrig bleibt, als zwischen Cafés und irgendwelchen Läden hin und her zu switchen. Ja, die Kinder sind gerade in der Umkleidekabine. Ich warte hier, lese mein Buch und genieße die wundervolle Aussicht und die Sonne. Das ist echt wundervoll. Ja, schaut euch mal die Seifenblasen an. Wow. Doch, wunderschön. Leute, wir gehen zu der, also wieder, wir gehen zu einem süßes Café. Das erste für heute. Und jetzt halten wir alle schön inne. So Leute, wir haben jetzt uns einen Platz rausgesucht. Und zwar wie letztes Mal. Und zwar, Leute, guck mal, wie wir das sehen. Ist ein süßer kleiner Hundi. Und den haben wir schon letztes Mal gesehen. Hat Marie, habe ich ein Video gemacht von einem süßen Hund. Man sieht, glaube ich, nicht halt. Ja. Es hat sich quasi nichts verändert. Genau wieder da und die Verkäuferin ist auch wieder die gleiche, deswegen fühlen wir uns ein bisschen wie zu Hause. So Leute, wir haben uns jetzt einen Tomate-Mozzarella-Toast bestellt. Das teilen wir uns. Geld sparen, Leute, Geld sparen. Geld sparen und dass jeder das mal probieren kann, weil wir eigentlich nicht so bärstigen Hunger haben, sondern nur einen leichten, kleinen, deswegen. Und so heißt das Café, falls jemand interessiert. Prost, Leute. Und die Kulisse, Leute. Nochmal für euch. Jetzt. Yes. Wir haben uns gerade Briefmarken gekauft, weil ich zwei Postkarten verschicken werde und die Alice auch. Zwei. Und dann haben wir zwei gekauft, die waren irgendwie billiger. Letztes Mal waren sie teurer, jetzt hat eine 1,50 gekostet. Ja. Letztes Mal war es teurer. Und dann schreiben wir heute noch die Postkarten in einem anderen Café. So Leute, wir sind gerade in so einem richtig süßen Shop. Büchershop. Büchershop, da kann man auch Karten kaufen. Alice ist da unten, ich und Mona sind hier oben gerade. Ja, der ist so geil. Der ist so geil irgendwie, wir lieben es einfach so. So zweistöckig. Ja. Die Kunstbücher, ich heule. Ja. Genau, und hier halt im Innenleute, das Wetter hat sich gebessert, deswegen haben wir jetzt eigentlich echt noch einen guten Tag hier erwischt. Wir haben jetzt immer noch keinen Plan, was wir heute noch so alles machen, aber wir laufen durch die Straßen und schauen mal rein, schauen so ein bisschen, welche Shops uns antönen. Wir waren jetzt in diesem wundervollen Laden und wir wissen alle, dass wir Karten lieben. Ich habe mir drei wundervolle Karten hier, einmal Klim, dann hier so Schmetterlinge und einmal James Dean. Ich liebe James Dean. Und ja, wir haben eindeutig zu viele Karten, aber es geht einfach immer, Freunde. Und jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt hier random auf der Straße ein Sofa gefunden und machen jetzt ein paar Bilderchen. Es ist cool und hip und lit. Ja, vor allem, dass hier so random so ein Sofa steht, muss man natürlich ausnutzen. Ne? Ja. Und dann machen wir noch richtig eine coole Pause rein. Leute, wie fühlt ihr euch? Das ist absolut lit. So richtig chillig, oder nicht? Freunde, und zwar der Lebenstraum oder der Plan B von mir und der Mone ist es, einen Bookshop und einen Coffee, also einen Café zu eröffnen. In Amsterdam? Ja, in Amsterdam. Und wir planen schon immer die Einrichtung, wie es aussehen soll. Wir vergleichen immer die ganzen Räumlichkeiten von den Cafés. Und uns fallen immer so neue Ideen ein, die wir reinbringen wollen in unser Café. Und Leute, jetzt haben wir eine Location gefunden. Guckt euch diese Location an, Leute. Hier, Leute, mit der Treppe und so. Und das große Fenster, ey. Das ist Mone hier. Hier so eine Theke, dass die Leute sich hier rausschauen können. Genau, mit geilen Lampen. Das Ding ist halt, hier ist der Platz nicht so schön. Ja, das stimmt. Hier ist halt der Außending nicht so schön. Aber die Location, wow, wundervoll. Wir befinden uns gerade wieder auf unserem Lieblingsmarkt. Und zwar hat Marie eine neue wichtige Ankündigung. Leute, und zwar haben wir gedacht, wir verlosen die zwei Amsterdam-Socken. Ich denke mal, jede Fußgröße passt rein, egal welches Alter, ob jetzt 11, 12 oder 18, 20 Jahre alt, wie alt ihr das seid. Ich glaube, wir könnten auch Jungs tragen, falls Jungs mitmachen wollen. Und zwar
wollen wir die zwei Paare hier verlosen, Leute. Wenn ihr sie gewinnen wollt, schreibt in die Kommentare. Und Leute, wir lieben selbst unsere Weedsocken, deswegen dachten wir, das ist ja, wir haben auch ganz viele gekauft und tragen die hier in Amsterdam richtig gerne und auch zu Hause. Deswegen, Leute, wer Lust hat, die zu gewinnen, einfach in die Kommentare schreiben. Leute, sind mal wieder in unserem Lieblingscafé in Amsterdam. Und es ist einfach die grenzenlose Leere ausgebrochen. Wow, das ist nicht so leer, was drin ist. Ja, das sind die einzigen, die hier sind. Und wir essen mal wieder Kuchen und halt ein warmes Getränk. Weil am ersten Tag war jetzt so viel los hier im Platz. Wir kommen heute eine Stunde warten gefühlt. So Leute, ich hatte letztes Mal den Chocolate Cheesecake und jetzt habe ich in der Mone angedreht. Die Mone hat jetzt den gleichen. Uri hat einen. Was hast du, Uri? Lemon. Lemon Dings? Ja. Ich habe hier mein Ingwer-Tee, Marie ein Club-Mate und die Mone ein Kätzchen. Einen guten Freunde. Okay. So, liebe Leute, ich und die Moni haben jetzt noch wundervolle Postkarten, Aquarell-Postkarten hier geschrieben, natürlich nicht selbst gemalt. Ja, wir sind jetzt ready und jetzt geht's gleich zum Briefkasten. So, Leute, wir geben die Briefe jetzt ab, die Postkarten, Sprachfehler. Da ist gleich auch so ein Typ da, der das wegbringt. Na, also Leute, so muss es sein. Perfekt. Yes. Thank you. Perfekt. Leute, wir halten jetzt noch mal das letzte Mal inne für diese Reise, weil wir verabschieden uns jetzt von Amsterdam. Ja. Guckt euch die View an, Freunde. Warte, Leute, au, 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 so. Die Sonne kam doch noch mal raus. Das heißt, wir haben ein, wie heißt es, wenn man halt schön zurückdenkt an das gute Wetter, Leute. Und ja, das haben wir jetzt gerade. Hat blauer Himmel ein bisschen. So lassen wir jetzt Amsterdam einfach in den Lass uns einfach ausklingen und atmen die, tief durch die Großstadtluft, die Amsterdamer Luft. Die Amsterdamer Weedluft. Tschüss Amsterdam, ich werde dich schon vermischen. Tschüss Amsterdam. Tschüss Amsterdam. Guck mal in den Spiegel, da steht das Original. Du bist nicht kopiert, nein, du bist gemalt. Alles, alles technisch gefaked oder falsch. Keine zweite Wahl, nein, du bist das Original. Guck mal in den Spiegel, da steht das Original. Du bist nicht kopiert, nein, du bist gemalt. Sag alles, alles technisch gefaked oder falsch. Keine zweite Wahl, nein, du bist das Original. Leute, Germany's Next Top läuft seit 10 Minuten, deswegen rennen wir auch gerade alle zur Ferienwohnung. Leute. Scheiße, Mann, Leute, schneller! Game over. Und zwar geht ProSieben nicht in den Niederlanden. Man braucht dazu eine deutsche IP und das können wir jetzt uns nicht machen, weil wir, keine Ahnung, wir kriegen sie nicht auf die Kette und das kostet Geld wahrscheinlich. Deswegen schwenken wir jetzt um. Die Marie bearbeitet jetzt das Video, den zweiten Vlog. Und wir dreschen uns dabei einen leckeren Salat rein. Leute, sieht schon aus. Es sieht wirklich aus, aber wir haben uns einen Salat gekauft und das tun wir noch ein bisschen aufbessern. Mit Gewürzen und was auch immer. Ich und Elisa schon Riverdale an und Marie schneidet das Video und jetzt gucken wir halt kein Geentem. Sehr traurig, Leute. Das ist wirklich, wir haben uns echt alle gefreut. Die ganze Woche drauf gefreut. Wir unterstützen yeah. Heidi einmal nicht. Ja. Ich hatte genug Geld. Wir gucken es euch eh nach. Die deswegen. Alte. Ja, Leute, so. Fällt Geentem flach. Und das ist jetzt unser letzter Abend, Leute. Ja. Wahnsinn. Ja, weil das Salat macht noch alles wett, Leute, okay? Das wird echt gut. Also los geht's. Zack, Leute, wir schauen gerade wilde Hühner. Das hundertste Mal schon zum Leben. Wir können bei jeder Szene mitreden, den kompletten Text. Das ist der Wahnsinn, Leute, bei uns. Uns fällt gar nichts Besseres ein, was wir gucken können. Und wilde Hühner geht einfach immer, ja. Leute. Wir kommen einmal niemals drüber hinweg. Wilde Hühner ist das größte Leben und ja, und die wilden Kerle, Leute. Wir werden niemals drüber hinwegkommen, egal wie alt wir werden. So, wir haben jetzt gleich Mitternacht und wollen jetzt den Vlog beenden, Leute. Es ist gerade oder heute die letzte Nacht in der Ferienwohnung. Wir werden sie ordentlich vermissen. Alle liegen schon im Bett. Wir haben gerade Abendroutine gemacht. Ich habe mich gerade richtig schön eingecremt. Im Hintergrund hier läuft noch der nette Kamin, damit es noch gemütlicher hier ist. Wir haben schon überlegt, dass wir den die ganze Nacht laufen lassen, aber mal schauen. Und ja, Leute, wir gehen jetzt pennen. Morgen müssen wir früh raus, weil wir noch die ganze Ferienwohnung aufräumen müssen. Und den Vlog habe ich jetzt nicht mehr geschafft zu schneiden. Da schneide ich morgen weiter dran, dass wir ihn hier noch hochladen können. Ich hoffe, es klappt alles. Dann würde ich sagen, gute Nacht und bis morgen. Leute, gute Nacht. Ja, gute Nacht. Jedes Abwesen, egal, scheiß drauf. Also Nacht. Guten Morgen, Leute. Morgen. Es ist soweit, der Auszug aus der Ferienwohnung steht an. No. Leute, wir wurden mit so wundervollem Wetter geweckt. Wir haben gute Laune, aber es ist traurig, dass es die letzten Tage nicht so schön war. Und wir sind echt spät dran, Leute. Wir sind echt spät dran. Wir haben jetzt echt ordentlich Zeitdruck und die sind auch noch übelst müde, aber wir müssen jetzt echt arbeiten, weil sonst klappt hier gar nichts. Wir müssen hier das ganze Müsli noch aufräumen. Leute, guckt euch mal die Ranch hier an, das ist der pure Wahnsinn. Das ganze Gerät hier wieder umstellen. Die Betten zurückbringen. Wir haben die ganze Bude hier umgebaut. Esstisch aufräumen. Die Küche wieder in Ordnung kriegen. Guckt euch mal, das haben wir euch die letzten Tage nicht gezeigt. Hier ist die Bombe eingeschlagen, Leute. Mone, mein Ankleidezimmer, hier sieht es aus als Ankleidezimmer. Das ist der Wahnsinn, ey. Ja.
Und das, der Herausforderung müssen wir uns jetzt stellen. Wir haben 1:40 Zeit oder 1:30 oder 1,5 Stunden ungefähr. Wir müssen jetzt hier alles aufräumen. Challenge angenommen. So, guten Morgen auch von mir, liebe Freunde. Wir sitzen jetzt hier schon, die Koffer sind schon mehr oder weniger gepackt. Der Haushalt muss halt noch absolut geschmissen werden, aber wir machen jetzt erstmal eine Pause und essen hier unser Zeug. Wir essen alle Reste auf hier. Alles ganze Zeug. Einfach irgendwie Schwarzbrot mit hier Früchten, Obst, whatever. Marie schneidet eben mal das Video. Und jetzt essen wir erstmal gemütlich und dann später geht's weiter. So, Leute, es ist Zeit dafür, die Blumen wegzuschmeißen, weil die Blumen sind kaputt, aus, vorbei, genau wie unsere Reise. Und deswegen, zack. Das leitet die letzte Runde unserer Reise an. Das war einfach das Zeichen, tschüss. Leute, die Metapher, dass die Reise jetzt vorbei ist. Und wir wollen das alle nicht. So, Leute, wir haben das absolut Gröbste geschafft. Die Küche ist sauber. Wir haben schon alles Gepäck rausgeräumt, Leute, wie ihr sehen könnt. 10.000 Mülltüten. Und wir laufen nur mit Ei, also wir gehen gleich zum Auto, das heißt, wir laufen nicht nochmal zurück. Das heißt, jeder muss 30.000 Packages in der Hand halten. Machen wir mal die Tür hier zu. Ja. Leute, hier wird die Terrasse zugemacht. Hier nochmal die saubere Wohnung. Und wir haben alles gegeben, wirklich. So, Leute. Wir haben das Geschirr 1A abgespült. Ja. Und das ist hier alles, das ist sauber. Hier ist die Dreckwäsche und da hinten, ja. Das sieht echt aus wie beim ersten Tag. Leute, ein letztes Mal Albert Heijn, ein letztes Mal AHA. So, Leute, wir waren gerade bei AHA. Haben unser Essen für die ganze Reise gekauft. Ganz viele Säfte gekauft, damit wir die mit nach Hause nehmen können. Und noch ein paar Tage, Wochen, was wir in Amsterdam oder den Niederlanden haben. Zu Hause im Kühlschrank. Jetzt fahren wir noch zu so einem kleinen Blumenladengerät. Und nehmen noch ein paar Blumen mit für zu Hause und dann geht's nach Hause. So, Leute, zu guter Letzt kaufen wir noch Tulpis. Für unsere Mutti. Mona, welche sind am größten? Ihr Mutti, welche gefallen dir am meisten? Dann Spaß, ich nehme die wahrscheinlich wieder so. Ja, orange. Gefällt Mutti ja, am besten. Ja, dann 2,50. Ich hol schon mal Geld aus dem Geldbeutel. Spatz welche? Ja, okay, ich nehme auch irgendwelche. Es ist soweit. Wir stehen im Stau. Die komplette A3 ist gesperrt bei Köln und so. Deswegen mussten wir jetzt über Landstraße fahren, weil wir wurden 10.000 Mal wieder also das Navi hat uns immer wieder auf die gleiche Autobahn geschickt. Die wurde gesperrt, aber weil eine Bombe entschärft. Genau, da wurde eine Bombe entschärft, deswegen, ja, wir haben gegoogelt. Genau, da wurde eine Bombe entschärft, deswegen kann man jetzt nicht mehr langfahren, beziehungsweise ist sie gerade noch gesperrt, deswegen habe ich jetzt im Navi eingegeben, Landstraße. Jetzt sind wir hier wirklich in der berstigen Wildnis. Wahnsinn. Und natürlich können wir uns nicht mehr halten, wir müssen mal ordentlich auf Toilette, deswegen... Wir explodieren gerade alle, deswegen müssen wir alle jetzt mal in den Wald uns verabschieden und kurz eine Runde... Toilette gehen, ne? Geht nicht anders und dann geht's weiter. Ja. So, 3 Stunden später halten wir wieder inne, machen Pause. Wir sind irgendwie gefühlt immer noch oben in Nordrhein-Westfalen, sind noch nicht weitergekommen, aber wir dachten uns, jetzt haben wir jetzt die Landstraße eingegeben. Jetzt sind wir gerade in Hamm, machen hier Pause und zwar, Leute, ich früher, der kleine Berliner-Fan, habe immer gestalkt, wo die Drehorte sind, bla bla bla. Und gestern haben wir es noch geguckt und in Hamm wurde der dritte Teil gedreht. Genau, Leute, und hier ist das Schloss. Man sieht es jetzt nicht gescheit, weil hier alles abgesperrt ist. Das Privatgelände. Und das ist für mich gerade hier ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Man sieht zwar den Teil des Schlosses nicht im Film, glaube ich. Aber trotzdem, Leute, hier innezuhalten und kurz Rast zu machen. Das wünsche ich mir als ex-Wilde Hühner-Fan eigentlich mehr. Keine Ahnung, Leute. So ein kleines Highlight, wenn die Autofahrt jetzt schon mittlerweile, 6 Stunden geht. Ich war schon 6 Stunden am Steuer. Jetzt ist Simone dran, die der restlichen 4 Stündchen. So, Leute, wir sind jetzt endlich zu Hause nach angekommen. Nach 11 fucking Stunden, wir haben alle Burnout. Wir haben 11 Stunden in diesem Kapuffi gesessen, Leute. Normal ist die Strecke innerhalb von 6-7 Stunden gemacht. Leute, man denkt, wir sind von Sizilien hergefahren. Ja, wir sind so viel Landstraße gefahren. Das so gibt's richtig nicht. Wir haben so Zeit verschwendet, weil die Autobahn gesperrt war und bla bla bla. Wir sind immer nur froh, dass wir jetzt endlich zu Hause angekommen sind. Leute, die Reise war mal wieder absolut geil. Wie immer eben. Coole Erlebnisse, coole Dinge gemacht. Einigermaßen wenig Streit. Der eine oder andere Aussetzer ist trotzdem passiert. Ja, wie immer halt so kleine Aussetzer. Mittwoch, den Tag würde ich gerne vergessen, aber da reden wir drüber, Leute. Genau, und dann wollen wir uns einfach verabschieden. Das haben alle Burnout, deswegen macht's gut, Freunde. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir sehen uns. Und danke, dass ihr die ganzen anderen Vlogs eingeschaltet habt. Ciao!